Grüß Gott, Servus und Hallo. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 24. August und es ist 14.40 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Ich wurde gebeten, von verschiedenen Seiten doch mal einen Film zu machen über Delivery Hero. DAX-Aufnahme heute und vor euch ist der Chart. Ich kann leider keinen 5-Jahres-Chart zeigen. Insgesamt eine, ich würde nur sagen, Normalbewegung, bis sie dann im Dezember 2019 ihren Tiefpunkt fanden in der Nähe bzw. leicht unter dem Emissionskurs und dann hochgezogen sind. Ich ziehe jetzt mal den Chart ein bisschen näher ran, dass wir uns das ein bisschen näher anschauen können. Ich befinde mich, wie Sie hier sehen, auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets. Ein Tool, was die Bank zur Verfügung stellt. Und wir haben, wenn Sie das hier unten sehen, habe ich etwas hingebastelt, das heißt Profi-Tool. Das wären Ihre eigenen Einstellungen, können Sie sonst machen, das ist Profi-Tool. Ich habe die also auch in diese linke Liste reingemacht, wo der gesamte Euro-Stox drin ist, als auch die anderen Werte vom DAX. Wirecard ist da jetzt nicht mehr vertreten, aber Delivery Hero sind hier oben drin. So, DAX-Aufnahme. Diejenigen von Ihnen, die meine Filme schon seit geraumer Zeit verfolgen, kennen den Satz, der jetzt kommt. In den DAX aufgenommen zu werden, ist Ehre und Bürde gleichermaßen. Zwei Beispiele im negativen Sinn, Covestro und natürlich Wirecard. Lassen wir mal Wirecard außen vor, denn da ist jetzt genügend drüber geschrieben worden. Das muss ich hier auch nicht nochmal beschreiben. Aber Covestro war auch nicht besonders schön. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine erste Liste, die ich vorbereitet habe. Das ist die Börsenkapitalisierung von den Plätzen 30 hoch bis 15. Hier auf Platz 23 steht Delivery Hero mit sage und schreibe einer Bewertung von fast 19 Milliarden. Das ist richtig viel. Ja? Also größer als Conti, Deutsche Bank, Deutsche Wohnen, Heidelzement, MTU, Covestro. Ganz knapp hinter RWE. Ich bin kein Analyst der fundamentalen Art und Weise, aber es tut mir leid, das ist zu viel. Und begründen, ich nehme mal diese Liste hier wieder raus, tue ich das auch hiermit. Wie gesagt, hier sind die, da sind es jetzt 18,27 Milliarden, die handeln ja heute auch noch, aber das ist, in dieser Analyse geht es nicht um die nächsten 50 Cent, sondern vielleicht um die nächsten 10 Euro. Das hier sind die, Moment, ich muss das mal hier rüberschieben. Das hier sind verschiedene Berichte, die in den letzten Tagen kamen. Trübe Aussichten für Delivery Hero und. So schlecht möchte ich Sie nicht reden, aber schauen Sie mal hier, die Umsätze. Erstes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal, das ist 19. Und jetzt schauen Sie mal hier die Gewinne. Sie werden, das können Sie auch hier sehen, anscheinend am 27.08. den Q2-Bericht geben. Der kann nicht schlecht sein. Ich meine, Delivery Hero ist ähnlich wie Amazon, Netflix, Apple, HelloFresh. Ja, das sind die Gewinner aus dieser insgesamt sehr traurigen Zeit. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Zahlen schlecht werden. Das Unternehmen expandiert links und rechts überall in der Welt und ich habe das neulich mal versucht nachzuvollziehen. Also die Beteiligungen, die werden rumgereicht, wie Friedhelm Busch von NTV hat das seinerzeit mal gesagt, Hamburger Rundstücke. Schauen Sie mal auf Wikipedia. Da durchzusteigen ist gar nicht so einfach und ich weiß nicht, ob das auf dem neuesten Stand ist. Irgendwo ist da noch Rocket Internet dabei. Ganz schwierig. Ich finde, der Kurs ist zu hoch. Das ist ganz ehrlich meine Meinung, das Unternehmen ist zu hoch bewertet. 19 Milliarden mit fast keinem Gewinn, wahrscheinlich gar keinem Gewinn. Mal gucken, was sie jetzt für Zahlen bringen. Ich weiß es nicht. Es ist nicht meins. Ich könnte den Wert jetzt nicht mehr kaufen. Sie sehen die Umsätze durch die erste Aufnahme in den DAX. Das ist ganz groß. Und ich bringe jetzt auch nochmal den Satz. Den bringe ich auch regelmäßig, wenn ein neuer Wer in den DAX kommt, jetzt haben sie Folger, richtig viele Folger. Analysten, Banken, Trader, alles Mögliche ist jetzt dabei und guckt da drauf. Es werden Derivate drauf gemacht, viel mehr als vorher. Das Ding hat jetzt mehr Fans und Follower als Kim Kardashian auf Instagram. Das ist ein Satz, den sage ich immer wieder, aber es ist so. Das ist jetzt im Zentrum des Interesses. Und da glaube ich, dass die 19 Milliarden nicht wirklich gefallen.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass der Wert zu hoch ist und sehe den eher im Bereich 70, 80 als hier oben in der Nähe der 100. Das wird nicht morgen passieren, vielleicht auch nicht in den nächsten 2 Wochen, aber ich halte das Potenzial von diesem Niveau aus hier für begrenzt. Rein von der Technik her. Wir sind hier im Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Wir haben hier einen sogenannten Shooting Star und das ist meistens ein Verkaufssignal, das verbindet sich mit einer Art Doppeltop hier oben. Einmal, zweimal. Das heißt, ich mache hier mal das Fadenkreuz rein. Der Bereich um die 106 ist sehr, sehr wichtig. Sollten Sie die 106 rausnehmen, haben Sie durchaus nochmal Platz bis 110, 112, 115. Andererseits ist dieser Bereich hier um die 90 auch eine sehr, sehr gute Unterstützung. Sehr gut, weil hier oft gehandelt, hier als Widerstand, hier als Unterstützung, nochmal als Unterstützung, die darf nicht fallen. Das sind die beiden Major Points, wie ich sie nenne, 90 und 106. Und damit suche ich jetzt auch meine Scheine aus. Und da ich Ihnen jetzt schon den gesamten Bildschirm zeige, gehe ich das auch mal komplett mit Ihnen durch. Delivery Hero. Ich klicke drauf. Ich bin Mac-User, also ich muss mit beiden Maustasten draufdrücken. Und hier sind die Derivate. So. Ich hole die mal hier runter. Und das ist sehr schön organisiert hier mit den verschiedenen K.O.-Produkten, Optionsscheine, Discount, was auch immer Sie wollen. In diesem Clip geht es nur um die K.O.-Produkte. Fangen wir mal mit dem Call an. Ein Call muss ich legen unter diese letzte Unterstützung im Bereich von 90. Also ziehe ich hier dementsprechend mal meinen Hebel hoch, kann ihn noch weiter hochnehmen, das ist also höher auf 10. Und da fällt mir dann sowas hier auf. Das ist ein, jetzt muss ich mal die Brille aufsetzen, ein 88,53er Basis, die sich also beim K.O.-Schein jeden Tag nach oben leicht verändert. Im Moment ein 11,38er Hebel. Das wäre die Kennnummer HZ3GTF. HZ3GTF. Das wäre ein Call für die von Ihnen, die daran denken, dass der Wert doch die 106 rausnimmt und nicht den beiden Vorgängern, die ich genannt habe, Wirecard und Covestro, auf dem Weg nach Süden folgt. Machen wir mal einen Short. Der Short muss liegen hinter der 106. Und da bietet sich für mich dieser hier an, ein 109er. Das ist im Moment ein 8er Hebel. Das wäre die Kennnummer HZ3WZY. Der kommt allerdings bei mir erst dann in Frage, wenn wir wirklich unter die 90 gehen und schließen mit einem ersten Ziel der 200-Tage-Linie. Die wird weiter steigen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Niveau hier testen und da sind wir um die 81. Ich persönlich halte die, wie bereits erwähnt, die Delivery Hero als sehr ambitioniert bewertet. Ich glaube nicht, dass Sie irgendwann müssen, die mal einen Imbiss nehmen, eine Pause machen. Und oftmals passiert es dann, wenn man in einen Leitindex reingeht. Also ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Wert. Ich möchte Ihnen Glück wünschen im DAX. Hoffentlich mehr Glück als, wie gesagt, Wirecard und Covestro. Allein mir fehlt der Glaube. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.